Seit mehr als 20 Jahren ist Schauspieler Jan-Josef Liefers Teil der Serie Tatort Münster. In der beliebten ARD-Serie spielt der Schauspieler seither den Professor Karl Friedrich Börne und ist aus der Sendung nicht mehr wegzudenken. Doch wie er jetzt bekannt gab, hängt er seine Karriere nun an den Nagel. Aber keine Sorge, damit ist nicht seine Karriere als Tatortdarsteller gemeint. Denn der 59-Jährige hat neben dem Schauspiel auch noch ein Gesangstalent und ist seit rund 22 Jahren Frontmann der Band Radio Doria. Das Quartett, bestehend aus Jan-Josef Liefers, Gitarrist Jens Nickel, Schlagzeuger Timon Fenner und Bassist Christian Adameit, veröffentlichte nun jedoch, dass sich die Band im Dezember auflösen wird. Den gemeinsamen Weg über 20 Jahre merkt man der Band in den Konzerten an. Da stehen vier Musiker auf der Bühne, die eng befreundet sind und sich blind verstehen und die etwas zu erzählen haben, heißt es auf der Website der Band. Fans der ARD-Serie Tatort Münster können also aufatmen. Jan-Josef Liefers bleibt der Sendung nämlich weiterhin erhalten.